War die P-Diddy-Razzia nur Show? Fragezeichen. Es wird erzählt, dass Diddy schon seit Ende der 90er Jahre als Informant für die Polizei arbeitet. Okay, jetzt gehen wir rein, Freunde. Epstein der Hip-Hop-Szene. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Heute ist es mal wieder soweit, ein neues Video von Flex Doku. War die P. Diddy-Razzia nur Show? Fragezeichen. Ich liebe ja Ben Bugatti auch, ne? Wir haben uns ja in letzter Zeit öfter auch Videos von Ben Bugatti reingezogen, der auch diese ganzen Thematiken aufgreift. Aber bei Flex Doku, da weiß ich jetzt schon, dass da irgendwelche wilden, miesen Schwurbelsachen kommen werden, irgendwelche Theorien aufgestellt werden, die genau in die Richtung gehen, in die ich auch denke so. Der Cousin ist auch ein mieser Schwurbler und deswegen, ich will nicht sagen, den einen fühle ich mehr als den anderen, aber Flex Doku ist schon so, da ist man schon so, da freut man sich schon. Weißt du, wie ich meine? Da ist man schon so gespannt, Digga, was hat er heute mitgebracht so? Deswegen gehen wir da jetzt rein, Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren, ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Good. Listen, if you have one of your crazy house party things, shout me a holler down. Sogar in Filme haben die das eingebaut. Jeder wusste Bescheid, ja? Jo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Im heutigen Video gehen wir auf den Rapper P. Diddy und seine Verbindung zu den Ermittlungsbehörden ein. Insbesondere Wild? Oder sogenannten Hip-Hop-Polizei. Es wird erzählt, dass Diddy schon seit Ende der 90er Jahre als Informant für die Polizei arbeitet. Und okay, jetzt gehen wir rein, Freunde. Die ganze Zeit gewusst haben, was er da macht. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Taktiken dieser Spezialeinheit. Epstein der Hip-Hop-Szene. Zum Beispiel hat Prodigy erzählt. Ich würde sogar sagen, das geht sogar noch weiter als nur die Hip-Hop-Polizei oder nur die Polizei in Amerika so. Ich würde mich nicht wundern, also da stelle ich jetzt einfach mal eine ganz wilde Theorie auf. So. Also ich bin fast überzeugt davon, dass so ein Epstein auf jeden Fall mit Mossad connected war, ne? Wenn man so guckst, so diese Ghislaine Maxwell, ihr Vater, dies, das, bla bla bla. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ein Diddy auch irgendwelche Verbindungen über Clive Davis vielleicht oder über andere Leute zum israelischen Geheimdienst hatte, ja? Dass er einmal aufgefordert wurde, einem anderen Rapper Beweise unterzujubeln, damit man diesen anklagen kann. Und ihn dann auch als Spitzel nutzen kann. Wir gehen auch auf die verschiedenen Theorien über die Hintergründe der Razzia bei Diddy ein und warum er gerade jetzt hochgenommen wurde. Eine Geschichte besagt, dass die Razzia ein ganz großes Schauspiel ist, das eine große Sache ankündigen soll. Bill Gates warns of next pandemic after COVID and how to stop it. Vatikan bereitet Richtlinien für Erscheinungen von anderen übernatürlichen Phänomenen vor. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt... Oh shit! Das meinte ich doch, Digga. Das meinte ich doch. Das ist jetzt miese Recherche, Bro. Das sind halt diese Theorien, wo die meisten Leute sich nicht trauen, die aufzustellen. Aber Flex-Doku ist so wie ich in diesem Hip-Hop-Doku-Bereich. Der gibt einen Fick darauf, Bruder. Der sagt einfach, der packt einfach aus, Bruder, weißt du? Und das fühle ich. Ich fühle auch, dass er sich distanziert hat von diesem Deutsch-Rap-Beef und diesem Gossip-Shit, den er früher auch gemacht hat, so. Und sich ausschließlich auf solche Dinge konzentriert. Bester Mann, ja? Abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. And then while I was in there, they tried to get me to set up 50. You can kind of put anyone in jail if you know what to do. How? What's that enough? You can kind of put everyone in jail if you want to, bro. Krass. Surveillance cameras. According to sources, there are literally hundreds and hundreds, if not thousands and thousands. The bitch the Fed. It's a federal agent. He know he been an agent. He know that. They part of the government. And all the people that Puffy with, they can't say nothing because they're part of it too. They're so good. Crazy. Sometimes they get busy and they forget that they committed to answering the phone. That they're committed to answering the phone is wild. Was glaubt ihr, Digga? Diddy Special Agent, ja oder nein? War der connected mit irgendwelchen Geheimdiensten oder war der ein Fett oder war der irgendwie sowas eins in den Chat? Die Geschichte der sogenannten Hip-Hop-Police des NYPD, heute bekannt als der Enterprise Operations Unit, begann mit Derek Parker. Parker war ein Detektiv im NYPD, der 1996 dem Cold Case Squad der Abteilung beitrat. Da er selber ein Hip-Hop-Hörer war, hat er den ganzen East-West Coast Beef mitgekriegt und hat miterlebt, wie Tupac und Biggie umgebracht wurden. Nach dem Mord an Biggie im Jahr 1997 wies er seinen Chef darauf hin, dass die Sache in der Hip-Hop-Szene langsam eskaliert und man lieber ein Auge darauf werfen sollte. Kurze Zeit später brachte er seinen Kollegen in einer vierstündigen Präsentation bei, wie das mit dem East-West Coast Beef angefangen hat und was da genau passiert ist. Prodigy hat die Gründung etwas anders beschrieben, gleich mehr dazu.
The reason that it was created is because of the violence in the rap music industry. Some of the rappers were becoming victims, some of the rappers were becoming perpetrators, and the police department didn't understand the violence that was happening within this community. 1999 wurde die Rap Intel Einheit, eine Unterabteilung der Gang Intelligence Unit des NYPD, offiziell gegründet. Krass, Alter. Big Parker war der Leiter der Einheit. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, Informationen über jeden in der Hip-Hop-Szene zu sammeln. Er erstellte Akten über Diddy, Busta Rhymes, Jay-Z, 50 Cent und viele weitere, die er dann mit Polizeidienststellen in anderen Städten teilte. Die Existenz der Rap-Intel-Einheit wurde in einem Artikel im Jahr 2004 enthüllt. Das NYPD bestritt zunächst die Existenz der Einheit. Nach der Veröffentlichung des Artikels gab sie aber Tage später zu, dass diese doch existiert. Die Polizei selbst hat behauptet, sie beobachten Rapper nur, um sie zu beschützen. Parker sagte, ihre Aufgaben ist es zu verhindern, dass Dinge passieren. Er sagte, ich weiß, dass die Leute denken, sie überwachen Rapper, aber eigentlich geht es um ihre Sicherheit. Doch einige Leute, die sich darüber ausgesprochen haben, zum Beispiel Prodigy von Mobb Deep, sagen, dass Rest in Peace, Cousin. Diese Einheit nur gegründet wurde, um wohlhabende schwarze Leute zu überwachen. P. Diddy und alle anderen haben einfach so viel Geld gemacht, dass der Staat angefangen hat, sich Sorgen zu machen. Im Endeffekt kann man mit viel Geld viel verändern. Deshalb wollte man alles im Auge behalten. Doch die Taktiken der Hip-Hop-Polizei geht nach Meinung vieler zu weit. Die Anwältin Dawn Florio sagte, sie sind eine zwielichtige Spezialeinheit, die übermäßig aggressive Ermittlungen durchführt und jede Bewegung von Entertainern überwacht. Für mich ist es wie Stalking auf höchstem Niveau. Die Hip-Hop-Polizei erstellt nicht nur Berichte über Rapper. Sie notieren auch, in welchen Clubs diese auftreten und schüchtern Clubbesitzer ein, um Veranstaltungen abzusagen. Das ist halt immer, diese Informationsgeschichte ist immer crazy, Alter. Wenn Leute über andere Leute, die mächtig sind, Informationen sammeln, dann kann das immer in viele Richtungen dann gehen später, weißt du? Infos sind halt wertvoll. Und dann haben die vielleicht irgendwann angefangen, die Infos zu nutzen, um andere zu erpressen. Weißt du, es geht dann in so eine Richtung und die Polizei ist ja davon nicht befreit, Digga. Weißt du, wie viele korrupte Cops es gibt, auch in Amerika und so? Das ist schon auf jeden Fall ein anderes Level, ja? Deswegen, ja, muss man nicht viel weiter spinnen, wenn dann diese Informationen eventuell auch dafür genutzt wurden, um gewisse Dinge zu orchestrieren oder Leute in der Hand zu haben und so, weißt du, ist wild. Sie sagen ihm zum Beispiel, dass wenn an diesem Abend irgendetwas passiert, Schüsse fallen oder jemand verletzt wird, sie einen sogenannten MARCH bei ihm machen. MARCH steht für Multi-Agency Response to Community Hotspots. Multi-Agency Response to Community Hotspots? Das ist eine Razzia, die ein Geschäft ruinieren kann. Der Teil Multi-Agency bedeutet, dass die Feuerwehr, das Baudepartement, die staatliche Alkoholbehörde und mehrere andere Behörden auftauchen, die Kontrollen durchführen, die strenger sind als üblich. Krass. Der Besitzer wird danach mit Sicherheit wegen irgendeinem Mangel eine Beschwerde kriegen. Und wenn man will, kann man so das Geschäft zumachen. Eine weitere Taktik, die nach Meinung vieler zu weit geht, das ist doch Chamillionaire, oder nicht? Ist, dass wenn sie Leute bei Straftaten erwischen, diese dann auffordern, anderen etwas unterzujubeln, um diese dann auch anklagen zu können und sie dann ebenfalls als Spitzel nutzen zu können. P. Diddy soll einer der ersten Spitzel dieser Einheit gewesen sein. In einem DJ Vlad Interview, von dem nebenbei ebenfalls behauptet wird, dass er ein Informant ist, wurde mal eine Ach echt? Geschichte über einen Vorfall mit Diddy erzählt, der von vielen als der Moment gesehen wurde, in dem Diddy ein Informant wurde. Der Vorfall ereignete sich 99 auf einer Party. Diddy rempelte eine bekannte Person namens Scar an. Der Kollege von Scar nahm einen Batzen Geld und warf diesen Diddy mitten ins Gesicht. Worauf Shine, ein Weggefährte von Diddy, geschossen hat. Ah, ja. Dann ist aber Shine für Diddy in den Knast gekommen, ne? Hier wird auch behauptet, dass Shine gar nicht der Schütze war, sondern Diddy. Diddy hat ihn damals überredet, die Klage auf sich zu nehmen. Und obwohl er dies akzeptiert hat, hat er ihn dazu noch verraten und einen Zeugen für seine Klage organisiert. Auf jeden Fall soll das der Moment gewesen sein, an dem Diddy ein Informant für die Polizei wurde. Möglich, Digga. Wenn du vor Gericht stehst und Deals aushandelst und so, ist ja oft dann so die Situation, wo Leute dann auf die andere Seite wechseln. Ich mag den Shine irgendwie. Der hat gute Vibes, Digga. Die Brille, die Augen und so. Seine Stimme auch wild. Wer kennt den? Kennt ihr den? This wasn't served here and that somebody turned his back on you. It's not a matter of, you know, turning your back on me. Like, how do you call a witness to testify against your comrade? Das ist crazy, Bro. Rattenstyle halt. Hat nicht Diddys Vater auch sowas gemacht? Auf diesen Vorfall wurde in der Klage des Produzenten ebenfalls eingegangen. Er behauptete auch, dass Jennifer Lopez die Waffe, die damals verwendet wurde, in den Club reingeschmuggelt hat.
Das Auffälligste an der Aussage des ehemaligen Polizisten ist, dass er den Leuten unbedingt vermitteln wollte, dass damals keine Waffe bei Diddy gefunden wurde. Dies ist aber offensichtlich eine Lüge, da es mehrere Zeitungsartikel und Newsberichte gibt, in denen von einer Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitz geredet wurde. Vielleicht wollte er nicht sagen, dass er mit einer Waffe erwischt wurde, da vielleicht ein paar Leute eins und eins zusammenzählen könnten und selber zum Entschluss kommen könnten, dass er jemanden verraten hat, um aus dieser Anklage rauszukommen. As you will recall, Sean Puffy Combs was acquitted in gun charges stemming out of that incident. P. Diddy soll einer der größten Informanten sein. Der Grund, warum man ihn genommen hat, soll nicht nur daran liegen, dass er erwischt wurde. Digga, der hat halt doch die heftigen Connections gehabt, ne? Der hat halt, Bruder, schon Skill gehabt, wahrscheinlich businesstechnisch, um mit Leuten zu connecten, Leute zusammenzubringen und so, oder? P. Diddy soll laut Prodigy einer der ersten gewesen sein, den diese Einheit im Auge hatte. Der Hauptgrund soll sein Talent für das Organisieren von Partys und seine Verbindung in die Musikindustrie gewesen sein. Der war ein Connector, Diggi. Man wollte sozusagen einen Epstein für die Musikindustrie kreieren. Bei Jeffrey waren auch sehr oft Entertainer zu Gast. Aber die Hauptleute, mit denen er Kontakt hatte, waren Politiker, Rechtsanwälte, Wissenschaftler und generell reiche, einflussreiche Leute, die aber in Hollywood nicht unbedingt bekannt waren. Bei Jeffrey ist eigentlich schon bekannt, für wen er gearbeitet hat. Mossad. War für den israelischen Geheimdienst. Facts. Die CIA und der Mossad arbeiten sehr eng zusammen. Wenn wir uns mal anschauen, wer die Partys von Diddy finanziert haben soll, finden wir den Namen Lucian Grange. Digga, der macht einfach, der haut einfach dieselben Dinge raus, die ich schon eben gesagt habe, ne? Ich wusste, dass Flex-Doku und dieselbe. Das Ding ist halt auch, wenn du ein bisschen bewusst bist und dir ein bisschen Gedanken machst und eins zusammenzählst, dann siehst du das eigentlich auch, weißt du, wie ich meine? Ist jetzt auch nicht weit hergeholt. Der CEO von Universal, der zufällig auch ein jüdischer Mitbürger ist. Oh shit. Wahrscheinlich sind die. Das hättest du piepen sollen, Junge. Leute, die hinter Epstein waren, auch hinter P. Diddy. Ich will kurz. Safe. Sehen, dass es nicht antisemitisch gemeint ist. Ja, Digga, hat nichts damit zu tun. Wir meinen nur Zionists, Bro. Es hat nichts mit dem Judentum an sich zu tun. Ich küsse doch euer Herz. Die Juden sind, Bruder, es ist eine Religion. So, ist alles cool. Die echten Juden, die kritisieren auch Israel. Richtige Juden stehen auch nicht hinter Netanyahu. So, sag ich dir so, wie es ist. Also da gibt es ganz viele, auch in New York vor allen Dingen, wo die jüdische Bevölkerung extrem groß ist. So. Die meisten stehen nicht hinter dem Shit. Es hat nichts mit der Religion Judentum zu tun. So. Shoutouts gehen raus an alle meine Jewish People, so. Auf jeden Fall sollte P. Diddy das gleiche wie Epstein nur in der Unterhaltungsbranche machen. In meinem Video über den Schauspieler Isaac Happy, der nach ein paar Enthüllungen angeblich Selbstmord begangen haben soll, hat der auch erwähnt, dass es in Hollywood Bereiche gibt, in die man nicht gelassen wird, wenn man nicht erpressbar ist. Und anscheinend wird diese Erpressbarkeit dann so hergestellt. Bis vor kurzem war, dass Diddy seine Partys aufnimmt, noch ein Gerücht. Doch in der Anklage von Rodney Jones hat dieser auch gesagt, dass in jedem Raum in Diddys Villa mehrere Kameras platziert sind. Diese Kameras wurden bei der Hausdurchsuchung nun wirklich gefunden. Es ist von mehreren tausenden Stunden an belastendem Videomaterial die Rede. Important from my perspective right now, surveillance cameras. According to sources, there are literally hundreds and hundreds, if not thousands and thousands. Genauso wie auf Epstein's Island, Digga, ne? Warum sollte man das tun, weißt du? Material sammeln, damit man was gegen diese Menschen in der Hand hat, Bruder. Diese ganzen Freakshows sind aufgenommen, das musst du dir mal überlegen, Bruder, was da alles rauskommen könnte. Aber ey, ich denke mal, das wird ähnlich laufen wie beim Jeffrey, dem Houston. Die werden den verhaften und dann wird der Selbstmord begehen. So, der wird dann im Hochsicherheitsgefängnis sein, wo der eigentlich keine Sekunde außer Augen gelassen werden darf. Und dann wird auf einmal, ja, komischerweise gibt es dann genug Equipment in seiner Zelle, um sich selbst aufzuhängen. Bruder, Alter. Of hours of surveillance video. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden diese Aufnahmen dann in regelmäßigen Abständen an die Behörden weitergeleitet. Er war wie viele andere eine Person, die belastendes Material über einflussreiche Leute sammeln sollte. Das Gerücht, dass Diddy ein Informant ist, kommt nicht von irgendwoher. Diese Behauptung wurde von mehreren Leuten, die enge Verbindung zu ihm haben, aufgestellt. Einer ist zum Beispiel Kanye West, der schon vor circa Bruder, Kanye ist auch ein Freak, Digga, sag ich dir ehrlich. Der ist echt bipolar, der Cousin, ja? Mal so, mal so. Dann ist er einmal voll auf dem Jesus-Film und voll auf dem
Film, so wo er sagt, ey, ja, geil, Alter, ich setze mich ein für die People und so, und dann fängt er wieder an, jetzt will deine Pornoseite launchen, Bruder. Ja, Maniac, was los mit dir, Bro? Das ist auch ganz komisch bei Kanye immer. Diese Rechts-Links-Filme. Aber es gab Zeiten, wo ich echt gesagt habe, ey, Kanye, was der erzählt und so, krass inspirational. Geiler Typ, gibt auch einen Fick darauf, was andere sagen und so, dies, das. Und dann auf einmal ordnet er sich wieder voll unter, also ist er wieder voll auf dieser teuflischen Agenda unterwegs. Krass. Pian gesagt hat, dass Diddy mit den Behörden kooperiert. Puff Daddy, whoever, none of these niggas, all you fake hard niggas, Wait, hold on. All you fake hard niggas. Bruv, dieses Interview war, Bruder. Bro. Ich hab am Händen geschwitzt, Digga, wo ich das geguckt hab. You know what I'm saying? I don't give a fuck, cause you can't shoot nobody anyway. And the reason why you got talks, cause you did a deal, you fed. Digga, diesen Kanye hab ich geliebt, ja. Kanye West war nicht der Einzige, der diese Behauptung aufgestellt hat. Der Rapper Freddie P. von Diddy's Sendung The Band. Ich sag so, Digga, Kanye, guck mal, der hat da solche Sachen ausgepackt und das Ding ist halt so. Da kann man jetzt auch MK Ultra und so reinschreiben, was ihr da alle gerade reinschreibt, wie man möchte. Das kann auch einfach ganz einfache Hintergründe haben, so. Der Bruder will einfach sein Geld behalten. So, und jedes Mal, wenn er austickt, kommen irgendwelche Leute von Seite und sagen, Bruderherz, wir haben dir doch gesagt, du hältst deine Schnauze. So, nimm mal jetzt eine neue Frau, die auch aussieht wie Kim Kardashian, die soll halbnackt überall sein, du machst jetzt nur noch Stories über die, bringst eine Pornoseite raus demnächst, spiel mal wieder mit, sonst kriegst du nichts mehr. So. Ja, okay. Ich glaube, das kann halt auch gut möglich sein, ne? Sagte ebenfalls, dass er glaubt, dass Diddy ein Informant ist. Er sprach auch eine Sache an, auf die wir gleich nochmal kurz eingehen werden. Und zwar, dass Diddy schon immer Paranoia vor dem Knast hatte. Und deshalb ja auch seinen Freund verraten hat. Hier stellt sich die Frage, warum Diddy, obwohl ihm vielleicht eine lange Haftstrafe droht, noch nicht versucht hat zu flüchten und so locker damit umgeht. Freddie P. thematisierte auch das Thema Händler, über das Kanye West bereits schon gesprochen hatte. Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem geleakten Video? Hat er da jetzt nicht mit Konsequenzen zu rechnen? Normalerweise wird das Wort Händler mit Mind Control in Verbindung gebracht. Händler sind die Personen, die diejenigen, die unter Mind Control stehen, kontrollieren und lenken können. Sie kennen bestimmte Trigger, mit denen sie diese Personen manipulieren können. Sowohl Kanye West als auch Freddie P. erzählen jedoch, dass diese Händler anscheinend nicht nur bei Personen eingesetzt werden, die unter Mind Control stehen. The bitch a fed. It's a federal agent. He know he been an agent. He know that. He got a handler, man. That man, if anybody who can't see that Puffy is a fucking agent, the man been dodging jail. And he's a scary nigga that can't take jail. He showed you that by sacrificing niggas up on him. That's like a nigga say, no, I can't go. He got claustrophobic, it give him claustrophobic. So imagine what he'll do to stay the fuck up out of there. Yeah, he gonna sit in the DA office. Plus, he's trying to prove to these people that he's a civilized, he's a productive citizen now. He's not no thug. Der Ex-Bodyguard von Diddy hat sich ebenfalls gemeldet und hat die gleichen Behauptungen aufgestellt. Er hat auch mal erzählt, wie Informanten bezahlt werden. Sie kriegen zum Beispiel, wenn sie dafür sorgen können, dass Waffen beschlagnahmt werden, $500 bis $1,500 pro Waffe. Auch kriegen sie 8%, wenn sie dafür sorgen können, dass Geld beschlagnahmt werden kann. So wäre normalerweise die Bezahlung eines Informanten. Da Diddy aber ein reicher Mann ist, war seine Bezahlung gefallen. Er konnte machen, was er will. Why would you have or be working? Digga, voll krass, ne? In so, bro. Das ist schon Film, Alter. Was hinter den Kulissen alles potenziell abgehen könnte, ne? Dieses ganze Staat, Polizei, also für alle Leute, die glauben, dass sowas unmöglich ist, ne? Oder ja, als ob jetzt Staat oder Federal, CIA, Mossad irgendwas damit zu tun. Gebt euch mal die Serie Blacklist, ja? Da kriegt man ein richtig gutes Gefühl dafür, was so alles hinter den Kulissen abgeht. So, weißt du, wie ich meine? Das ist ganz krass mit diesen ganzen Verschwörungen hinten dran und wie viele Leute geschmiert werden können und dass die Polizei und diese ganzen Geheimdienste arbeiten auch wie Kriminelle. Ist ja klar, Digga. Die müssen ja, weißt du? Das ist ganz crazy und für die gelten auch keine Gesetze. Die machen teilweise auch Sachen, die nicht mal Kriminelle machen, so. Das ist wild. Or a FBI agent if you're not an informant.
Wie diese Spezialeinheiten arbeiten und was für hinterhältige Taktiken diese haben, erzählt uns Prodigy. Er sagte, alles fing so an, dass man ihn ohne jeglichen Grund verfolgt hat. Letztendlich ohne jeglichen Beschluss sein Auto durchsucht hat und eine Waffe bei ihm gefunden hat. Als er vernommen wurde, wollte man ihn direkt als Spitzel rekrutieren. Er sollte, wie er sagt, 50 Cent eine Waffe oder Substanzen unterjubeln, damit dann die Leute der Spezialeinheit 50 Cent hochgehen lassen können und ihn dann wahrscheinlich auch als Spitzel nutzen können. Krass. Got locked up, you know what I mean? And while I was in there, they tried to get me to set up 50. They pulled me out my cell, took me to a back room, you know what I mean? And the arresting officers, they was like, yo, look, we'll let you walk right now. We'll forget about the gun, forget about everything. If you be willing to work with us, maybe, you know, give us some information on 50. Bro, that's crazy. Like, I'm like, oh, wow. You know what I'm saying? I'm like, yo, this is crazy right now. You know what I mean? It is, bro. I was like, I wanted to hear more. So I just kept asking for cigarettes. I was like, can I get another cigarette? Act like I was going to talk. That's just so I can hear more. And he was like, yo, maybe if you just plant, put a gun in his car, put some drugs in his car, or set up a buying bus where he buy drugs off you. Does he use drugs? I'm like, yo, these dudes is ill. Give him a... Wow. Ganz kurz auf die Behauptung ein, dass man oft unschuldigen Leuten sagt... Warum soll der auch einfach irgendwas jetzt erzählen, der Prodigy? Weißt du, ich meine, für was? ...unterjubelt, um sie dann anklagen zu können. Die Geschichte, dass jemand... Kann ich mir definitiv gut vorstellen. ...er wäre unschuldig im Knast, hat bestimmt jeder von euch mal in einem Film gehört. Und oft wird diese Behauptung ins Lächerliche gezogen. Aber dies passiert öfter, als man sich vorstellen will. Es gibt Leute, die Glück haben und nach 40 Jahren noch freigesprochen werden. Aber es gibt bestimmt Tausende, wenn nicht Zehn oder... Stell dir mal vor, du sitzt unschuldig im Knast. So. Viele schwarze Brüder vor allen Dingen in Amerika sitzen unschuldig im Knast. 40 Jahre, Dicker. Stell dir mal vor, du sitzt dein ganzes Leben lang und wirst hingerichtet oder stirbst im Knast unschuldig. Gott weiß, du weißt. Hunderttausende, die ihr Leben lang unschuldig im Knast sitzen werden, weil ihnen etwas untergeschoben wurde. Wenn ihr sowas noch niemals gesehen habt, hier mal ein Beispiel. Voll viele, die einfach halt geopfert werden, so. Wenn irgendein heftiger Typ irgendwas macht, irgendein abknallt oder so, dann wird halt irgendein anderer gefunden, irgendein Homeless Guy oder so. Und dem wird es dann untergejubelt, dem wird die Waffe hingelegt und dann ab mit dir, Junge. YouTube ist voll mit diesen Videos. Es gibt hunderte Videos, wo jemandem etwas untergeschoben wird. Ja, so. Baltimore police are investigating video that appears to show an officer planting evidence in a drug case. He places a can in a trash-filled lot, seemingly unaware his body camera is recording. Moments later, he retrieves the can, which contained a bag of white capsules. Prosecutors have now dropped charges against the man arrested for drugs. Oft wird hier behauptet, dass wenn Leute anfangen, gegen die Regierung auszupacken, man irgendwas erfindet, um sie einsperren zu können. Deus sagt, das passiert, wenn man anderen Macht gibt. Ja, safe, bro, safe. Bruder, das ist ja ganz klar, Digga. Das muss man gar nicht weit spinnen. Wenn du überlegst, einfach, stell dir vor, du bist Police Officer, du hast keinen Cash, auf einmal nimmst einen Drogendealer hoch und da liegen 2 Millionen Cash. Oder 10 Millionen Cash. Ich sag, Bruder, also die Wahrscheinlichkeit, dass die sich davon ein bisschen was abzwacken, ist relativ groß. Und da glaube ich in den Staaten sogar noch mehr als bei uns. Weil ich sage ehrlich, ich glaube Deutsche sind mehr verantwortungsbewusst, Bruder. Wurde dies von einem CIA-Agenten bestätigt. Ein Mann hat unter dem Vorwand, dass er denjenigen kennenlernen möchte, mit versteckter Kamera ein Date mit einem Agenten gehabt. Dieser hat ein paar krasse Behauptungen aufgestellt. Er behauptete, dass man... Ist dir schon mal sowas passiert? Was? Dass ich einen Drogendealer hochgenommen habe und 10 Millionen Dollar da lagen? What the fuck? Eigentlich jede Person, die zu gefährlich werden könnte, einfach verhaften lassen kann. Er sagte ganz direkt, man schiebt ihm etwas unter und klagt ihn dann an. Wer ist das? Contracting Officer, Central CIA. How? You set him up. Auf easy, you set him up. Auf ganz entspannt. Einfach Setup, Bruder. Kommen wir wieder zu der Diddy-Verhaftung. Viele Leute haben darauf hingedeutet, dass die ganze Diddy-Verhaftung etwas mehr Training Day, so. War. Zuerst einmal war die Anklage des Produzenten eine RICO-Klage. Genannt wurden Diddy ein paar Köpfe von Motown Records und ein paar von Universal. Das RICO-Gesetz, auch bekannt als Racketeer Influence and Corrupt Organization Act, ist ein Gesetz in den USA, das sich gegen organisiertes Verbrechen richtet.
Es erlaubt der Regierung, Personen oder Gruppen zu verfolgen und abzuhören und erlaubt ihnen auch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die durch diese Aktivitäten erworben wurden. In der Anklage wurde ja erwähnt, dass ein paar Musiklabel-CEOs und Diddy zusammenarbeiten, um Künstler... Hot? Einfach Dings eingeblendet hier? Suits? Gute Serie, Digga, fühl ich. ...machen oder sie einfach nur auszubeuten. Man lässt sie Substanzen verteilen oder sie machen Musik und werden dafür nicht bezahlt. Trotzdem scheint es so, als ob die anderen Leute, die in der Klage erwähnt wurden, niemand interessieren würden. Obwohl jeder Anklagepunkt gegen alle gerichtet ist und nicht nur gegen Diddy. Gleich gehen wir darauf ein, woran das liegen könnte. Lass uns mal auf die verschiedenen... Hab ich zweimal geguckt, Deus, Digga. Wir haben denselben Geschmack. Blacklist, Suit, wild. ...eingehen, weshalb Diddy genau jetzt hochgenommen wurde. Obwohl jedem eigentlich bekannt war, was er da gemacht hat. Der Bodyguard behauptete, dass die Sache zu breit getreten war. Er hat mehrere Anklagen bekommen und sein Gesicht war ständig in den News. Ja, das war zu viel, Digga, so dass die gesagt haben, wir lassen den jetzt fallen. Auch behauptete er, dass Diddy davor eine Klage gegen einen der größten Spirituosenhersteller der Welt gewonnen hat. There's people that's probably worse than Diddy, but they not always in the news in a negative form. It just compiled, and now with Cassie, her stuff, that Jonathan, Lil Rob, and the four other people that filed cases. And then, like I said before, when he went against one of the world's biggest distributors of alcohol and spirits, they put out a... Spirits, Bruder. Heißt einfach Spirits, Digga. Muss mal überlegen. Bruderherz. Und, das wusste ich gar nicht. War das wegen Ciroc wahrscheinlich, wa? Paying against him. They called their friends. They made him look real bad in the media. Suge Knight hat sich zum zweiten Mal gemeldet und seine Theorie zu der Verhaftung abgegeben. In einem Live-Call in einem Podcast ging auf... Wild, habe ich mir ein bisschen reingezogen, aber nicht ganz. ...einige Sachen ein, darunter Geheimgesellschaften in der Musikindustrie. Er behauptete zum Beispiel, dass Snoop Dogg, Diddy und Dr. Dre Mitglieder so einer Gesellschaft sind. Echt? Auch sagte er Folgendes. Was hat Snoop gesagt dazu? Ah, warte. Once they start painting the fingernails and wearing women's clothes, they got you. Knight said. Krass. Facts. Dog, Diddy und Dr. Dre mit... Bruder, ich fühl Schuck, Digga. Auch wenn der komisch auch ein dubioser Dude ist, aber ich glaube, der hat bei diesem ganzen Shit nicht so mitgespielt wie Diddy zum Beispiel. ...so eine Gesellschaft sind. Auch sagt er Folgendes. You had Illuminati and then they have the Masons. Masons believe in God. Illuminati believe in the devil. Diese Information stimmt aber so nicht. Es gibt mehrere Bücher, die die heiligen Bücher der Maurerei sind und die ganz deutlich erklären, wer ihr Gott ist. Natürlich ist nicht jedem Mitglied dieser Organisation bewusst, dass es so ist, da es den meisten erst ab den oberen Graden erzählt wird. In diesem Zitat sagt Albert Pike, dass alle Freimaurer vom 30. Grad bis zum 33. Grad es hören dürfen, dass Lucifer Gott ist. Lucifer ist ihr Gott. Suge Knight sagt, okay, Diddy nur der Sündenbock ist, dem nun all die Schuld gegeben wird, damit die mächtigen Leute hinter ihm weitermachen können. Auch sprach Suge Knight an, dass es den Anschein hatte, als ob Diddy Bescheid gewusst hat, dass die Behörden bei ihm einlaufen werden. Weder er noch seine Securities waren vor Ort. Außerdem sagte er das gleiche wie die anderen. Bro, bei diesen ganzen Leuten, weißt du nie, Digga. Es wäre auch eine mies krasse Enttäuschung, wenn man rauskommt, wirklich, dass Snoop zum Beispiel auch involviert ist. Aber du weißt es nicht. Selbst ein Schub könnte involviert sein. Du weißt es einfach nicht mehr heutzutage. Wir sind mit Informationen, werden wir so krass zugeballert. Es ist ein Informationskrieg auch auf eine gewisse Art und Weise, dass wir gar nicht mehr checken, wo oben und unten ist. Wer ist jetzt gut, wer ist böse? Deswegen am Ende des Tages geht es darum, dass du dir selbst vertraust und den göttlichen Teil in dir vertraust. So. Gott und du. Gott und deine eigene Verbindung mit Gott ist das Einzige, dem du wirklich noch vertrauen kannst heutzutage. Und zwar, dass Diddy und die Leute rund um Diddy höchstwahrscheinlich für die Behörden arbeiten. Is Diddy at a level of Konnte mir das auch nicht vollgeben. Suge ist nicht so ein spannender Redner. Nee, bei mir war das Problem, ich fand das Problem, man hat ihn nicht gut verstanden durch dieses Knasttelefon. Untouchable, where he's protected, or is Diddy a target that they'll eventually put all the blame on him
Shoutouts PBD aber auf jeden Fall. And make sure they get away with it free. Obwohl der die ein oder andere Sachen, komischen Sachen gesagt hat zu dieser ganzen Israel-Palästina-Geschichte, aber trotzdem Shoutouts, Digga, ich mag den. He definitely gonna be the black motherfucker holding the bag. That boy is dangerous. They part of the government. And all the people that Puffy fuck with, they can't say nothing because they're part of it too. Die letzte Geschichte über die Verhaftung von Diddy ist die interessanteste. Sie deutet darauf hin, dass die gesamte Verhaftung von Diddy dazu dient, die Information zu verbreiten, dass die bei Diddy aufgenommenen Aufnahmen nun beschlagnahmt wurden. Dies soll den Leuten Angst machen, die auf Diddy-Partys waren und wissen, dass sie dort illegale Aktivitäten durchgeführt haben. Jay-Z, ja Maniac. Die einzigen zwei Personen, bei denen jemals so viel belastendes Material sichergestellt wurde, waren Jeffrey Epstein und Diddy. Wo ist dieses Material, Bruder? Warum ist keiner verhaftet worden? Warum wurde nichts geleakt? Ihr könnt uns doch, ihr wollt uns doch verarschen, Digi, ja? Die wollen uns doch verarschen. Ey, ich schwör's dir, Bruder, das kannst du eh nicht ausdenken, Alter. Wie lange haben die dieses Material schon? Das ist so krass, ne? Wenn du es mal auf der Zunge zergehen lässt. Nichts wurde released, niemand wurde verhaftet. Hammerhart, Digga. Und dann willst du mir sagen, dass wir komisch sind, weil wir Theorien aufstellen? Bruder. Und das letzte Mal, als man so viel belastendes Material sichergestellt hat, war kurz vor Pandemie. Es wird behauptet... Krass, Digga. Okay, das war das, was er im letzten Video auch gesagt hat. Also diese Epstein-Geschichte war kurz vor der Pandemie. Okay, jetzt kommt die mieseste Theorie, dass dieser Fall jetzt eigentlich quasi die Einleitung für eine neue Pandemie ist. Dass in der nächsten Zeit etwas in die Richtung Pandemie kommt, wo man wieder den Zuspruch einiger Leute braucht. Der Hauptgrund, warum man diese Aufnahmen macht, ist angeblich, um belastendes Material von einflussreichen Leuten zu sammeln, um sie für politische Ziele nutzen zu können. Damit die ganzen Kelps dann wieder die Impfung promoten, so wa? Ermittlungsbehörden können natürlich nicht offen zugeben, dass Leute wie Epstein oder Diddy Informanten sind. Im Endeffekt haben diese Leute schwere Straftaten begangen und es waren unter 18-Jährige im Spiel. Wenn man diese Beweise nun verwerten will, muss man diese Leute letztendlich hochnehmen. Weil dann sind es keine Informanten mehr, die Minderjährige verkauft haben, um Blackmail-Material zu sammeln, sondern einfach Kriminelle, die man letztendlich hochgenommen hat und diese Aufnahmen zufällig beschlagnahmt hat. Leute, ich will mit dem Video, was ich euch jetzt zeige, weder etwas gut noch schlecht reden. Aber es veranschaulicht am deutlichsten, was ich mit Zuspruch meine. Als 2020 diese Krankheit ausgebrochen ist... Ja, Digga. Arnold, Arnie auch ganz vorne mit dabei, ne, mit Vaccine-Kampagne. Waren die ersten, die Zuspruch gegeben haben, einflussreiche Personen. Natürlich gibt es Leute, die das aus eigener Motivation gemacht haben. Aber es wird erzählt, dass viele Leute, die als erstes in Erscheinung getreten sind und Leute aufgefordert haben, Maßnahmen einzuhalten, erpressbare Leute... Kann ich mir sehr gut vorstellen. ...die den Befehl gekriegt haben, dies zu machen. So, and there's so many other scientists out there and experts on this subject. So I believe them and I follow them. Black Terminator, was los? Very carefully, and of course, sometimes things are happening that are unexpected, so then you have to make the adjustments and all that. But I think people should know there is a virus here. It kills people, and the only way we prevent it is to get vaccinated, to wear masks, to do social distancing, washing your hands all the time, and not just to think about, well, my freedom is being kind of disturbed here. No, screw your freedom. Freedom without man, Alter. Ich weiß noch ganz genau, das war die Zeit, wo alle Leute, die über Freiheit geredet haben, das ist auch so paradox, ne? Das sollte auch damit erreicht werden, meiner Meinung nach. Leute, die über Freiheit geredet haben, wurden verteufelt. Wenn du das Wort Freiheit in den Mund genommen hast, dann warst du eine Gefahr für die Gesellschaft. Wie, der sagt Freiheit? Wie, der will frei sein? Hä? Der muss ein rechter Verschwörungsnazi sein. Canceln wir den weg. Was für Freiheit, Bro. So haben die den Leuten langsam eingetrichtert, dass Freiheit böse ist und Freiheit nichts wert ist. Und das machen die mit ganz vielen verschiedenen anderen Themen auch. Dann haben die im Jahr darauf euch versucht einzutrichtern, dass die Sonne böse ist
und dass ihr nicht mehr rausgehen sollt, weil die Sonne böse ist und dass ihr euch eincremen müsst den ganzen Tag und dass die Sonne für Tote verursacht und so ein Scheiß. Also die versuchen quasi alles, was uns gut tut und was uns Menschen eigentlich zusteht, Freiheit, Sonne, Natur, schlecht zu reden. Damit ihr alle miserabel seid, Digga, und keinen Bock mehr auf Leben habt. Voll drin gerade. Aber so ist das leider. Deswegen, macht die Nachrichten aus, geht barfuß raus, umarmt einen Baum und gebt einen Fick darauf, was die euch eintrichtern wollen. Gang. Genau das meine ich mit Zuspruch. Und es wird behauptet, dass in der nächsten Zeit was Ähnliches kommt, wo man wieder ein paar Leute braucht, die Zuspruch geben. Über was genau passieren soll, gehen sehr viele Geschichten rum. Einige behaupten ein Klimawandel, der eine Wirtschaftskrise auslösen wird. Andere sagen eine zweite Pandemie, wieder andere sagen der dritte Weltkrieg oder eine gefakte Alien-Invasion. Das Interessante an der letzten... Also eins von den Sachen, die er gerade aufgezählt hat, bin ich auch fast überzeugt, dass das kommen wird, ja? Ist, dass der Vatikan vor kurzem eine sehr merkwürdige Sache angekündigt hat. Und zwar, dass sie Richtlinien für Erscheinungen und andere übernatürlichen Phänomene... Während Covid war, ist viel hintenrum passiert. Ein Video dazu wäre mega, zum Beispiel, wie viele Gesetze durchgereicht wurden etc. Ja, Mann, Digga, das wäre eigentlich mal geil, ne? Ein Video über diese ganzen Sachen, die passiert sind in der Phase. Wir vorbereiten. Aliens, einer sagt 100% Aliens. Also Aliens sehe ich auch als mögliche Option, weil da auch schon extrem vorbereitet wurde, ne? Immer mehr UFO-Sichtungen angeblich. Auf einmal haben die da diese Anhörungen im amerikanischen irgendwelchen Kongresssachen oder so. Haben die da irgendwelche Leute angehört. Und ein UFO-Thema ist auf jeden Fall auch eine Sache, was immer mehr gespreadet wird. Und Alien-Thema wird immer mehr auch im Mainstream-Medien berichtet. Auf einmal hat die Bild-Zeitung angefangen, random Alien-Videos hochzuladen und so. Crazy. Richtlinien wurde heute erklärt, dass ab jetzt der Papst entscheiden kann, ob eine Meldung eines übernatürlichen Phänomens echt ist oder nicht. Auch eine Sache zu der angeblich bevorstehenden zweiten Pandemie. Bevor die Krankheit das letzte Mal ausgebrochen ist, hat Bill Gates mehrfach davor gewarnt und darauf hingewiesen, dass so etwas gar nicht so unwahrscheinlich sei. Bill Gates has a warning about deadly epidemic. Bruder. Bill Gates, Bruder. The next outbreak. Er wusste bereits 3 bis 5. Bill, halt einfach dein Maul, Junge. Jahre im Voraus, dass dies passieren wird. Nun warnt er die Menschen erneut. The vaccine out in large numbers to the entire world, and we have to make sure that we're ready, because there will be another pandemic, and there's so many lessons about. Shut the fuck up, ja, Maniac. Ich kann dazu nur eins sagen, ja, Vigio. Glaub mir, Bill, der Bastard will uns Menschen schädigen. Bruder, ich habe genau zu der Stelle geswiped, Bruder. Willst du mich verarschen? Ich habe random einfach auf irgendwas gedrückt. Das ist Gott. Er wollte, dass ihr das hört, Alter. Und Recht und Freiheit ist das nicht morgen Arsch abwischen. Einigkeit und Recht und Freiheit ist das unsere Hymne. Verdammte Scheiße, dann ist jetzt die Zeit. Heb die Stimme. Ich scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien. Glaub mir, Bill, der Bastard will uns Menschen schädigen. Ich hab's gewusst, Digga. Bill, der Bastard, lang. Ich schwöre, der will das. Facts. How we weren't prepared, how we should have handled things differently. And, you know, when that's clearly in our mind, those investments need to be made. You mentioned being ready for the next time. And you warned about this last time. Let's take a brief look at a 2015 warning you issued. If anything kills over 10 million... Guck mal, wie er sich freut. People in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Du hast den Virus mitkreiert oder einen Auftrag gegeben, den auf uns losgelassen und keine Heilung und bla bla. Bro, das ist alles orchestriert. Corona war ein riesen Scam. So wie ich das in meinem Treppenhaus-Video gesagt habe und ich stehe da heute mit fetten Balls immer noch hinten dran, so. Bruv. Heute kurz zu diesen ganzen Weltuntergangsszenarien. Mindestens einmal im Jahr gibt es die Vorhersage, dass bald ein Blackout kommt oder das System zusammenbrechen wird. Man sollte diese Vorhersagen nicht zu ernst nehmen und nicht sein ganzes Leben auf Eis legen, weil man denkt, dass die Welt bald untergeht. Manche dieser Gerüchte gibt es schon seit den 90er Jahren. Ist so. Und wenn die Welt untergeht, ist doch nicht schlimm. Sei dankbar, dass du leben durftest. Stellt euch mal vor, jemand hätte 30 Jahre lang jedes Jahr darauf gewartet, dass die Welt untergeht.
Natürlich ist es nicht dumm, sich irgendwie abzusichern. Aber man sollte keine Panik bekommen und sein ganzes Leben zum Stillstand bringen. Safe. Ist sowieso geiler, so zu leben, als ob du jede Sekunde draufgehen könntest. Du bist so viel freier. So, deswegen mach dir da nicht so viele Gedanken. Das Wichtigste bei diesem Thema, bei diesen Weltuntergangsszenarien und Angst vor der Zukunft und wie die Politik sich verändert und wer die Welt regiert und diese ganze Sache. Wenn du an Gott glaubst, Digga, dann macht dich das alles nicht nervös. Wenn du an Gott glaubst, Bruder, dann weißt du, dass alles genau so läuft, wie es laufen soll und dass alles genau in die richtige Richtung geht, damit das passiert, was Gott geplant hat. Du musst einfach nur loslassen und es passieren lassen. So. So. Macht's Beste draus. Warum man solche Vorhersagen trotzdem nicht komplett als Unsinn abtun sollte, zeigen uns mehrere Beispiele. Lass uns mal ein Beispiel ansehen. In dem Buch End of Days von Sylvia Brown, das 2008 veröffentlicht wurde, wurde Folgendes geschrieben. Um das Jahr 2020 herum wird sich weltweit eine schwere lungenentzündungsähnliche Krankheit ausbreiten. Willst du mich verarschen? Das Jahr 2020 herum wird sich weltweit eine schwere lungenentzündungsähnliche Krankheit ausbreiten. For real, for real? Die Lungen und Bronchien befällt und allen bekannten Behandlungsmethoden widerstehen wird. Die Krankheit wird plötzlich verschwinden und 10 Jahre später wieder auftauchen und dann komplett verschwinden. Ob das wirklich so passieren wird, wird sich noch herausstellen. Lass uns zum Schluss noch auf die bevorstehende Diddy-Verhandlung und eine indirekte Drohung von Diddy eingehen. Wie wir vorhin schon besprochen haben, scheint sich Diddy keine... Bruder, Video ist wild, Digga, geht lange, ne? Oder laber ich nur zu viel? ...darüber zu machen, ob eine lange Zeit ins Gefängnis muss. Gestern sind auch neue Aufnahmen aufgetaucht, in denen man sehen kann, wie er Cassie in einem Hotel körperlich angeht. Ganz ekelhafte Sache. Zudem hat der Läufer von Diddy, der in der Klage des Produzenten Rodney Jones erwähnt wurde, angeblich einen Plea-Deal angenommen. Das heißt, er wird wahrscheinlich gegen Diddy auspacken. Stark. Eine Frage, die sich viele stellen, ist, warum Diddy noch nicht geflüchtet ist. Es scheint so, als sei er davon überzeugt, dass er nicht verurteilt wird. Als Jeffrey Epstein damals im Gefängnis angeblich Selbstmord begangen haben soll, behaupteten viele Leute, dass der Mann auf den Bildern nicht Epstein war. Es wurde spekuliert, dass ihm eine neue Identität gegeben wurde und jemand anders an seiner Stelle lag. Was auf jeden Fall klar ist, dass Diddy mit Sicherheit nicht alleine untergehen wird. Wenn es wirklich dazu kommt, dass er verurteilt wird, wird er auf jeden Fall versuchen, ein paar Leute mitzureißen. Aber auch nur Leute, die rappen oder so. Aber Clive Davis wird definitiv nicht in Hubs gehen. What's that, bro? Hä? Leute mitzureißen. Warte mal kurz, Digga, was war das denn? Das AI, oder? AI, oder? Wenn es nicht dazu kommt, dass er verurteilt wird, wird er auf jeden Fall versuchen, ein paar Leute mitzureißen. Hört sich aber auch an wie RAW-Aufnahmen, so, ne? Aber ich glaube auch, es ist AI, Digga, würde ich sagen. Oder nicht, Freunde? Das wäre krass, wenn er das selbst so gerappt hätte, Alter, ich schwöre. Wildes Video, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Haltet schön die Ohren steif. Lasst euch von dem ganzen Shit nicht zu krass beeinflussen. Am Ende des Tages sind wir genau auf dem richtigen Weg und alles läuft genauso, wie es laufen soll. Schön cool bleiben, schön locker bleiben. Alles wird gut. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Gang.